Und wir sind wieder da. So, schön Karten gespielt. Weiter geht's. Den hier vorne wollen wir noch befragen. So, hallo. Ich suche eine Frau. Wie jeder. Aha. Nicht wie jeder und nicht irgendeine Frau. Meine riecht nach Flieder und Stachelbeeren und ist Meine. schwarz-weiß gekleidet. Zwei Schnäpse. Der wird deine Stimmung heben. Gut, ich trinke was. Bin nicht in der Stimmung. Ja, ich trinke immer. Komm. Gut, Wir ich sind was trinke saufen. was. Können wir zur Sache kommen? Hast du sie gesehen oder nicht? Jennifer von Wengerberg? Ihren Namen habe ich nicht gesagt. Aber du hast sie perfekt beschrieben. Und was ich mal gehört habe, vergesse ich nie mehr. Kann nichts dafür. Woher kennst du Jen? Nee, wer bist du? Erst mal fragen. Was ist dein Beruf? Wer bist du? Ein schäbiger Vagabund. Gaunter Odim. Zu deinen Diensten. Vagabund. Seit wann ist das ein Beruf? Einst war ich Spiegelhändler. Die rasende Menge nannte mich Spiegelmeister und Mann des Glases. Okay. Woher kennst du Jennifer? Welch eine Frage. Aus Meister Rittersporns Balladen natürlich. Andere Möglichkeiten hat ein bescheidener Kaufmann nicht, mit wahrer Größe in Berührung zu kommen. Sofern er nicht so viel Glück hat wie ich, heißt das. Und auf einen äußerst geduldigen Hexer stößt. Auf Geralt von Riva selbst, den Schlächter von Blaviken. Du weißt, wer ich bin? Und kennst du mich auch aus Meister Rittersporns Balladen? Auf deine Gesundheit. Hast du Yennefer gesehen? Verzeih mir, aber ich muss fragen. Geht es um die Liebe? Es geht immer um die Liebe. Natürlich. Ach, weil ich schon gesagt habe, komm. Erraten. Es ist die Liebe. Wusste ich gleich. Was weißt du? Sag's mir. Bevor du kamst, wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass das Yennefer war. Wer hätte ahnen können? Komm zum Punkt. Ein nilfgaardischer Späher der örtlichen Garnison hat sie gesehen. Wo? Bei ihrem Lager. Sie ist da reingeritten, mitten in der Nacht, schwarz-weiß, Stachelbeeren und, ja, ich weiß, sie hatte einen harschen Austausch mit dem Garnisonskommandanten und ist davongeprescht. Wohin? Ich bin nicht allwissend. Frag in der Garnison. Machen wir. Danke. Wir Männer der Straße müssen zusammenhalten. Vielleicht bin ich eines Tages in Schwierigkeiten und du bist in der Nähe und kannst helfen. Jo. Gut, dann wissen wir jetzt alles. Dann schauen wir mal nach unserem Duty. Ups. So, Meister. Katze, Michi Katze, Michi 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 Katze. Hallo. Ja? Was ist denn, Wolf? Weißt du, dass es schon ein halbes Jahr her ist, seit wir den Bies in Vorune gejagt haben? Ja, obwohl es nicht nur ein Bies war. Wie hieß der Bastard? Drugan? Möge die Erde leicht auf ihm ruhen. Die Dinge waren schon mal einfacher. Monster waren böse, Menschen gut. Jetzt ist alles durcheinander. So war das schon immer. Du hast es nur vergessen. Ha, du musst gerade auf meinem Alter herumreiten. Du bist selbst schon fast 100. Ja. Bis Bis später, Wesemir. Gut, dann schauen wir mal raus hier aus der Bude. Wo ist die Tür? Ausgetrunken! War dir Stress oder was? Dann verpiss dich! Wir wollen deinesgleichen hier nicht. Drei gegen einen. Holla, seid ihr tapfer. Ich bleib nicht lang. Lasst das. Ach komm, wir sind böse. Wir machen die fertig. Ihr holt besser noch ein bisschen Verstärkung. Drei von euch haben keine Chance gegen mich. Was? Ich könnte dich allein zerlegen. Wenn ich einen Sack über dem Kopf und die Hände in Fesseln hätte. Nein, eigentlich nicht mal dann. Chet, Lesch, zurück!
Dem Rumtreiber erteile ich eine Lehre. Mann gegen Mutant. Immer noch. Komm schon, komm her. Reißt ihm die Eier ab! Oh, muss ja echt aufpassen. So, hier kommt den ja zuerst. Ja, komm, komm, schlag zu, komm. Komm her, Heini. Ja. Zack, komm. Spiel speichern. Okay, alles klar. So, können wir die Lushis jetzt hier noch looten? Anscheinend nicht. Meine Großmutter hat mir vom Schnee gebracht. Idioten. Er war eines Tages verschwunden. Also haben die Leute einen Hexen. Na hallo, was ist mit dir los? Hallo, ich muss mit dir reden. Spuckt die mich an? Los mit euch, dummen Weiber. So ein Ertrunkener, der den Jungen entführt hat. Der Hexer hatte damit nichts zu tun. Kann ich denn langsam laufen? Goldemar, trinkst du ein Gläschen mit mir? Ich muss doch irgendwie langsam laufen können. Er feiert und singt, Kaiser M hier trinkt, dann fällt er ins Bett und stößt sich ganz doll. Und am Morgen hat er die Hose voll. Was haben wir denn hier? Kaust du die oder so viel? Du die ganz runter? Freiwillige gesucht, Suche nach Flug zum Ausleihen. Oh, haben wir das jetzt genommen? Ups. Was? Was sagst du da? Mann, lauf mir doch nicht immer den Weg rum. So, wir schauen mal ein bisschen jetzt hier nach draußen. Vielleicht können wir irgendwas Cooles entdecken. Hi Leute, alles gut bei euch? Özyman, kennst du den? Wir sollten ja eigentlich zu der Quest-Weltkarte. Ja, schauen wir uns mal an. Aha, 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 aha. Okay, hier muss ja irgendwo jetzt dieses... Oh. Alles klar. Wo ist denn jetzt hier unser Fragezeichen? Nicht erkannter Ort. Gut, das wird es jetzt nicht sein. Quests hier. So. Flieder und Stachelbeeren. Das war das Nebenquests hier. Und hier abgeschlossen. Okay, wir müssen also hier alle Orte finden. Gut. Wir haben doch hier irgendwo so einen Zettel bekommen. Inventar. Muss ja eigentlich hier drin sein. Das ist der Jennifer-Brief. Was ist das denn? Ah. Nö, anscheinend doch nicht. Dann schauen wir uns so mal um. Vielleicht finden wir irgendwas Cooles. Ah, hier wollte doch jemand irgendwie Honig haben. Honig. So, müsste sicherlich auf wird er sicherlich auf einem Baum sein. Ein Schwert. Nehmen wir mit. So können wir das ausrüsten. Schwert. Oh yeah. Was haben wir denn hier? Ich hätte ja nicht gedacht, dass wir unsere Schwerter wechseln können, aber geht ja anscheinend doch. 22, 26 und das ist... Jo, Meistergegenstand. Und plus 3 Crit. Nehmen wir. Perfekt. Sehr cool. Zeig mal her das Ding. Das ist... Nee, das ist die andere Waffe. Nee, welches ist denn das richtige Schwert? Das ist unser Silberschwert, glaube ich. Ja, das ist das Silberschwert. Und das haben wir bekommen. Jo. Okay, ja, ganz normales Schwert halt, ne? So, ich will jetzt was töten. Häschen, komm her. Mit Stresswolf, den kannst du haben. So, dich looten wir noch gleich. Hundetalk. Okay. Hier muss ja noch... Muss es doch irgendwie einen Schnellzugriff zur Weltkarte geben? Nee, keine Ahnung. Auf jeden Fall müssen wir... Ich möchte zu dem Fragezeichen. Hier gehen wir mal zuerst hin. So, markiert.
Mal schauen, was da auf uns lauert. Ich habe ja gesagt, so unbedingt die Hauptquest möchte ich nicht folgen. Also möchte ich schon folgen. Aber muss nicht unbedingt sein. Jetzt kommt ein Wolf. Jetzt Stress oder was? Zack. Wolfsleber, lecker. Hoffe ich, können wir auch irgendwas craften aus dem ganzen Wolfzeug. Oh, ein Häschen. Können wir das nicht looten? Hier ist doch irgendwas auf der Karte angezeigt. Hm, komisch. Naja, schauen wir mal weiter. Das wollen wir nicht. Hier oben ist jemand. Hallo. Uhuhuhu, du bist Stress. Wie ein Mann. Okay. Oh, das sind viele. Oh, oh. Wie habe ich das denn gemacht? Von hinten? Oder? Ich reiß dir den Schädel ab und piss in deinen Hals. Du pisst in meinen Hals, ist klar. Oh. Ich muss, also das mit Abwehren, da habe ich noch nicht so drauf. Wow, habe ich die geteilt oder was? Heftig. Sorry, Leute. Ach, das war jetzt der interessante Ort. Gut. Looten. Nehmen wir mit. Wow, hier fehlt echt der Kopf. Also, wenn ihr jetzt 14 Jahre alt seid oder so, solltet ihr lieber abschalten, das ist nichts für euch. Außer, ihr seid so eine Call of Duty Jungs. Und Mädels. Wow, er ist weggeflitscht. Nehmen wir alles mit. Yay. Yeah. So, dein Beutelchen nehmen wir auch mit. Was haben wir denn jetzt alles bekommen? Inventar. Ganz schön viele Schwerter. Das ist Schrott, 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 alles Schrott. So, unsere Wolfsleber. Oh, ein Hühnerbein. Kommt, das snacken wir gleich mal. Ach so. Gut, machen wir das so. Das sind Zutaten. Ich möchte aber Rüstung. Haben wir keinen Rüstungsteil bekommen? Hier ist doch irgendwas. Wolfsfell, abgenutzte Lederbalk. Ziegenhaut. Nee, nichts bekommen. Aber wir snacken mal ein gegrilltes Hühnerbein. Lecker. So, was habt ihr hier rumliegen? Müssen wir hier rumgucken mit unserem Hexerblick. Hier unten liegt doch was. Oh, ganz viel Bärenfell. Komm, steck ein. Silber, sehr schön. Jo, jo, und ein Bier. Oh, schön. Das gönnen wir uns dann auch noch. Okay, was ist hier? Magischer Gegenstand, magischer Gegenstand. Ja, okay. Damit beschäftigen wir uns später irgendwann. Oh, noch ein schönes Bier. Geil. So, hier möchte ich, das möchte ich noch. Okay. So, liegt hier noch irgendwas rum? Hier vorne ist doch noch was. So, noch irgendetwas? Ich möchte nichts vergessen. Alles meine. Ja, das scheint es gewesen zu sein. Können wir überhaupt schlafen? Spring. Steht nichts da. Was haben wir das jetzt erledigt oder kann man jetzt hier noch irgendwas machen? Anscheinend nicht. Okay. Dann suchen wir uns mal das nächste Ziel. Hier vorne. Zack. Pferd brauchen wir nicht. Wir rennen das einfach, das Stück. Ich hab Bock auf ein Riesenmonster. Obwohl ich glaube, dass ich dran sterben werde. Oh, hier ist ein Stein. Magie, ein Ort der Macht.
Okay, was geht hier ab? Du hast einen Fertigkeitspunkt erhalten. Drücke, um das Charakterfenster zu öffnen. Was muss ich drücken? Charakter hier. So, einen verfügbaren Punkt. Fertigkeitspunkte, jo. Fertigkeitsgruppen. Fertigkeiten. Oh Gott, gibt's hier viel. Was haben wir denn zum Beispiel? Schneller Angriff. Starker Angriff, Verteidigung, Meisterschütze und... Okay. Wow, gibt echt viel. Was haben wir denn hier? Okay, unsere ganzen Zeichen. Braun. Was haben wir hier? Okay, krass. Ich würde aber sagen, wir lassen das erstmal noch. Ich sammle erstmal ein paar Fertigkeiten an. Bis ich merke, dass ich nicht mehr weiterkomme. Dann kann ich alle auf einmal verwenden. So, okay, natürlich sind wir in die falsche Richtung gelaufen. Wir müssen jetzt ganz nach hier hinten. Was ist denn das für ein Dorf überhaupt? Wir waren doch hier oben. Ha, komisch. Verfügbare Quest. Na gut, dann schauen wir doch erstmal hier zu der Quest. Oder waren wir jetzt hier und ich verstehe das gerade nicht. Ne, wir gehen mal zu der Quest. Pferdchen. Oh, jetzt habe ich was gegessen. Shit. Wir wollen jetzt nochmal ein Pferd rufen. Ich hab's vergessen. Ich hab das echt vergessen, was Pferd rufen war. Ach, da unten steht's ja. Zweimal drücken. Wo bist du? Pferdchen? Hallo? Da bist du. Jetzt habe ich dieses Quantzeichen aktiviert. Hm. Was ist das? Hier ist doch irgendwas. Das ist der Stein, der so eine Geräusche greifen lässt. Oder oh. Was davon übrig ist. Oh. Okay. Dann steig mal ab. Kann ich die Eier mitnehmen? Hier, diesen Helm möchte ich haben. Bitte? Wow, wer hat den denn getötet? Muss ja ein krasser Dude gewesen sein. Dieses Quantzeichen da oben, was ist denn das jetzt? Ne, komisch. Tja, wer weiß. Der Baum da unten wackelt so komisch. Ist ein Wackelbaum. Nee, Pferdchen, wir lassen dich mal kurz in Ruhe. Oh, Honig, wir brauchen Honig. Hier muss es doch irgendwo dann also Honig geben. Welche Runde? Ich sterbe sicherlich. Ich speichere jetzt ab. Ich speichere jetzt extra ab. Nein! Oh nein, ich springe. Bitte stirb nicht. Okay, gut. Brauche Honig. Also mit dem Pferd habe ich echt keinen Bock gerade so rumzureiten, weil ich will lieber diese Wälder erkunden. Und mit Pferd ist das schon etwas doof. Ein ausgetrockneter Fluss, okay. Können wir da runter rüberspringen? Ja, ich kann natürlich nicht springen. Eine Schatztruhe. Brot. Brot nehme ich gerne mit. Leinen, okay.
Trotzdem brauchen wir immer noch. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Super. Egal. Was macht der denn hier vorne? Steck mal das Schwert weg. Nein. Ich möchte nur zu meiner Quest. Etwas weit entfernt. Nee, Quatsch, ist ja gleich hier vorne. Was soll ich machen zum Teufel? Hallo, kleiner Zwerg. Was ist denn passiert? Ach, ich habe ein bisschen gefröstelt letzte Nacht. Da habe ich meine Schmiede abgefackelt. Hat fein geprasselt. Ich habe mir Würstchen gegrillt. Was glaubst du denn, was passiert ist, Armleuchter? Irgendein Piss hat mir die Werkstatt angesteckt. Ich habe alles verloren. Alles! Beleidige mich nicht, das tut mir leid. Vorsicht mit den Beleidigungen, sonst trage ich noch zu deinem Unglück bei. Hast du einen Verdacht? Das ganze Scheißdorf. Ich lebe schon ein halbes Jahrhundert hier. Ich dachte, sie sehen mich als einen der ihren. Aber als die Schwarzen kamen, wurde alles anders. Ich bin hier der einzige Schmied. Also muss ich für ihre Garnison arbeiten, Rüstungen ausbeulen, Pferde beschlagen und so weiter. Aha. Die Nilfgaarder zahlen mir keinen verdammten Kopper. Die geben mir nur das Material und Befehle. Aber das können die Menschen sich nicht vorstellen. Die meinen, dass ich auf Kosten ihres Unglücks reich werde. Dass ich schon auf einem Berg Gold schlafe wie ein Drache. Sie reden nicht mehr mit mir. Sie spucken aus, wenn ich vorbeikomme. Und jetzt das. Ich kann deinen Brandstifter suchen, wenn du was springen lässt. Ich habe nicht mehr viel. Aber das kriegst du alles, wenn du den Wichser findest. Oh, damit er Alter. Kriegt, was er verdient. In der Brandnacht habe ich Bewegungen vor der Hütte gehört. Bin rausgegangen, um nach Spuren zu suchen. Habe aber nichts gefunden. Aber ich bin ja auch nicht der mit den Katzenaugen. Stets? Viel Glück. Wir machen das schon. So, das heißt, wir aktivieren mal unsere Katzenaugen. Ich finde mir irgendwas. Okay, da drin scheint nichts zu sein. Ich möchte jetzt aber ja nicht so viel klauen, ich meine. Ist ja nicht mein Zeug. Der hat ja gar nichts mehr groß. Hey, was können wir hier machen? Ja, komm, dann machen wir das doch. Ja, dumm, die Zeichen da oben, das nervt irgendwie. So. Ich mach mir eine Schleuder und jag Bären damit. Oh, schön, mach das doch. Mensch, kann ich mitspielen oder was? Dummes Kind. Ich muss doch jetzt irgendwas sehen mit meinen Katzenaugen, wenn da einer hier war. Muss da jetzt irgendwo ein Hinweis sein. Na ja, komm, wir gehen mal an das Fass. Quests. So, schauen wir nochmal hier nach. Nebenquests. Sammle sie alle. Ne, das ist unsere Hauptquest. So. Hinter der Schmiede. So, das hier ist für mich hinter der Schmiede. Aber irgendwie sehe ich hier nichts, außer ein paar Beeren. Die wir uns mal alle mitnehmen. Ach, es wird ja oben auf der Karte angezeigt, so der Radius. Oh, hier haben wir Stiefelspuren. Ein Mann, ein großer. Ein
Dann schauen wir mal weiter, was hier hinführt. Stinkt nach Pisse und Schnaps. Ja, okay. Hat er sicherlich eine gute Nacht gehabt. Stinkt nach Pisse und Schnaps. Bin ich ja mal gespannt. Oh, da liegt jetzt im Schiff, oder? Erstmal die Truhe snacken. Komm, spring. Eine Angel. Oh, kann man hier angeln? Das wäre ja fett. So, wo ist er hin? Hat die Stiefel ausgezogen und ist ins Wasser gegangen. Wollte wohl seine Spur verwischen. Tschu, das heißt, entweder gehen zu den Dudes darüber oder er liegt hier noch im Wasser. Das ist jetzt die Frage. War das jetzt ein Soldat? Nehmt das ja alles mal mit. Ein echter Vedimin. Meine Brüder werden mir das niemals glauben. Oder auf der Brücke vielleicht? Hallo Hühner. Hiervon wird ja nichts sein. Soll ich das Wasser schöpfen oder nicht? Wir müssen unsere Suppe mit irgendwas kochen. Aber Trosso sagt, er würde nicht mal seinem Hund das Wasser geben. Wegen der vielen Leichen. Also hier ist er ins Wasser. Hier sind noch so die gelben Spuren. Aber wo genau führen die hin? Also ich bin ja der Meinung, das war einer von denen da oben. Kann ja nur so sein. Oder es war das Kind. Aber das Kind ist nicht groß. Gloire in Arpain. Lordling? Hm? Ja? Okay, ey, nicht runterspringen. Obwohl, ich möchte... Kann ja auch sein, dass es jemand ohne Schuhe ist. Stimmt es, dass die Frauen hier im Norden nur einmal alle 3 Monate baden? Tritt zurück! War Wort! Du kriegst hier kein Essen, jedenfalls nicht von Gloire mir! Gloire in Arpain! Ha. Wird wohl doch keiner von denen gewesen sein. Oder da unten war da irgendwas. Ea Igloir! Ich hab doch hier irgendwas gesehen. Wo das nicht mehr im Radius ist. Stimmt es, dass die Frauen folge den Spuren. Alle 3 Monate baden?